So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights. Ja, wir sind immer noch hier in der Stadt der lebenden Toten. Und haben letztes Mal hier mit, keine Ahnung mal, wie der Typ heißt, geredet. Five Tongue of Imaska, Witch of the Eternal Night. Ach genau, wir haben mit dem Typen geredet, Vegam Kult war das, glaube ich. Ja, müsste Weg am Kult gewesen sein, der hier irgendwo noch in dieser Stadt sein soll. Ich weiß nicht, wo du hinlaufen möchtest, aber da kommst du nicht weit. So, und dieses Geflüstere hier im Hintergrund, das geht mir langsam auf den Sack. Ohne Spaß. Also langsam wird's nervig. Weil dich brauche ich noch. So, wo geht's denn jetzt hin? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich in allen Häusern drin war. Okay, da war ich auf jeden Fall. Da war ich, glaube ich, auch. Ja, hier war ich auch. Der hat mir, glaube ich, nichts Wichtiges erzählt, nur das gleiche wie alle anderen auch. Dann gucken wir doch mal, was ich hier vielleicht noch finde. Das habe ich, glaube ich, alles schon durchsucht. Zumindest kann ich es mir nicht vorstellen, dass ich es nicht durchsucht habe. Das Feuer hier ist auch recht interessant, muss ich sagen. Es leuchtet blau. Erinnert hier eher so an Geister. I greet you. Mein guter Herr, ich rate Ihnen nicht, die Herren Jarek zu stören. Sie brauchen ihre Ruhe, wisst ihr? Ja, wie lange warst du hier schon stationiert? Warum? May Mobley hat mich gerade den anderen Tag erst eingestellt, hat er nicht? Die Zeit verfliegt hier. Ja, sieht so aus, als ob sich die Zeit einfach nur streckt hier. Ich bin nicht von hier, ich war ein Abenteurer. Ich bin von irgendwo weit weg hergekommen. Das ist witzig, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ist das nicht witzig? Ja, dieser Platz hält, also, ja, dieser Platz hält dich davon, richtig zu denken. Richtig zu denken? Nein, alles andere, alles ist perfekt. Perfekt, klar. Normal, für immer. Was? Tut mir leid, ich bin davon, ja, ich bin abgekommen. Was haben Sie gerade, worüber haben wir gerade geredet? Oder was habt ihr gerade gesagt? Was weißt du über über das Schloss? Es sieht so alt aus, als ob es schon die ganze Zeit hier wäre. Diese gesamte Stadt fühlt sich so alt. Wir alle müssen einfach nur unserem Geschäft nachgehen. So, probier es doch mal. Ja, das ist anscheinend egal. Was weißt du über die Jareks? Hier sind zwei von ihnen, Carlat und Quint, Brüder. Ich habe nie Carlat gesehen, aber Quint läuft öfters durch die Stadt und fragt nach den Kindern. Es ist witzig, er ist hier. Ja, es ist witzig, er ist nie durch das Tor gekommen. Ich bin mir sicher davon. Und ich habe nie irgendwelche Kinder gesehen. Ist das nicht witzig? Ja, ich weiß, wo ich den Bürgermeister finde und übers Schloss habe ich schon gefragt. Das bringt anscheinend auch nichts, da die ja hier alle eh manipuliert sind. Also fragen wir doch mal gleich, ob wir da durchkommen können. Ich muss durch dieses Tor durch. Willst du mich durchlassen? Aber Bürgermeister Mobley sagte, was hat er nochmal gesagt? Vielleicht hat er mir gesagt, das Tor für dich zu öffnen. Ja, das muss es gewesen sein, was er sagte. Das ist witzig. Das Schloss sieht verrostet aus. Ist das nicht witzig? Bürgermeister Mobley möchte wahrscheinlich, dass ich es öle. Ja, ich werde jetzt gehen, ein bisschen Öl holen. Ja, lass mich durch. Das Witzige ist, dass ich halt beim Übersetzen immer wieder so ein bisschen stotter. Passt eigentlich ganz gut zu diesem Charakter, finde ich. Ja, weil der hat ja trotz auch in Entsetzen immer wieder mal so angehalten. Normalerweise. Dass ich zwar stotter,
Also es ist eigentlich keine Krankheit oder so, aber ich denke einfach, ich bin ein bisschen blöd, bin ich. Aber ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. So. Und des Weiteren ist es halt immer wieder so ein kleiner Prozess vom Gehirn, wo man dann einen kurzen Satz anhält, um nochmal drüber nachzudenken. So, was haben wir hier? Schloss Jarex Rätselschlüssel. Okay. Letter by a Strange Hand. Okay, geschrieben in einer merkwürdigen, aber in einer merkwürdigen, aber delikaten Handschrift. Diese Note wurde neben einem Schlüssel in dem Foyer des Schloss Jarex gefunden. Es sieht so aus, als ob ein Rätsel, es sieht so aus, ob es ein Rätsel von irgendeiner Art wäre und lest sich so wie folgt: Die drei Wege der Gerechtigkeit. Very must be the judge in straight. Ja, vorsichtig und gerecht soll. Ja, nein, vorsichtig muss der Richter sein und. Ja, straight. Ja, und geradeaus sein Weg. Und sein Weg sein Weg gerade. Für seine eine Hand ist verbrannt bei dem Feuer des Treachery war. Verrats. Ist verbrannt bei dem Feuer des Verrats und seine andere vereist, geeist, ich glaube vereist, bei den Geistern der Rache. Der wahre Weg der Gerechtigkeit liegt mit dem Herzen und dem Kopf, für das es der einzige Grund ist, den er for only with reason can he determine. Ja, der einzige wahre Weg liegt mit dem Herz und dem Kopf, da es der einzige Grund ist, mit dem er die Wahrheit unterscheiden kann und mit welchem Compassion, ja, mit welchen er dann seine Konsequenzen weiß, ja, herausfindet. Yay, shitty Übersetzung mal wieder. Ja, aber was kann ich sagen? Was habe ich eigentlich hier? Chawad Cultist Journal. Okay, das muss ich wahrscheinlich dann wieder zu den anderen geben. Piercing Arrows, Deadly Frost Trap. So. Und ich kann nicht dahin räumen. Was bist du? Corpse Hand? Okay, ich weiß gerade schon gar nicht mehr, von wo ich das überhaupt her habe. So. Ich brauche, glaube ich, noch eine Tasche für Schlüssel. Das gibt's ja echt nicht. Setaras Gem. Wer war Setara nochmal? Das räumen wir einfach mal dahin jetzt erstmal. Vielleicht kann ich es gebrauchen, vielleicht nicht. Was habe ich hier noch? Solomon. Also ich weiß nicht, ob ich die ganzen Sachen noch irgendwann mal gebrauchen werde oder nicht. Werde ich herausfinden. Aber ich denke mal schon. Gut. Ein bisschen sortiert muss sein. So. Jetzt habe ich hier natürlich drei Wege. Ich könnte geradeaus gehen, so wie es gemeint hat. So wie es in dem Rätsel drin stand. Inside the castle, one is met with three doors and but a single key. A note tied to the key speaks of judgment and suggests that the three doors represent three different paths of justice. Ja, ich könnte jetzt geradeaus gehen für den Weg der Gerechten. Ich könnte nach rechts gehen für den Weg des. Oh Gott, wie heißt denn das? Des Verrats oder nach links für den Weg der sag's mir, wie heißt es nochmal? Der Rache. Wobei ich mir aber nicht sicher bin, das sind drei verschiedene Farben und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Rot eigentlich eher Rache sein sollte. So, ja. Gehen wir mal geradeaus. Mal gucken, was wir geradeaus finden. Lost Item.
Hey, nicht zumachen. Ich will dich nicht zumachen, ich will da durchlaufen. Und gucken, was ich hier vorne finden. So, aber wenn es hier Rätsel gibt, finde ich, würde ich das gar nicht so schlecht finden. Das ist halt zumindest mal was anderes. Obwohl ich echt schlecht in solchen Rätseln bin. Also ohne Spaß, Rätsel kann ich eigentlich überhaupt nicht. Ich habe die zwar schon gerne, aber ich bin teilweise echt schlecht in denen. Deswegen immer ein bisschen vorsichtig sein mit Rätseln. Okay. Zum Glück bin ich da nicht rangegangen. Ja, mal schauen, wie lange ich jetzt brauche, um die Kiste kaputt zu machen. Wahrscheinlich Ewigkeiten. Yay, das waren schon mal 7 Schaden. Na komm. Nochmal. Jetzt bin ich schon mal bei 10. Kann sich ja nur noch um Ewigkeiten handeln. Also ich verstehe es echt nicht, warum diese Dreckskisten so stabil gegen Magieschaden sind. Das macht für mich keinen Sinn. Ja, ich finde, man kann sie stabil machen gegen physischen Schaden, aber nicht gegen magischen Schaden. Das ist ein bisschen beschissen, dass sie das gemacht haben. Ich glaube, so viel werde ich gar nicht brauchen. Aha! Jawohl. So, was haben wir hier? Lesser Dispel. Wow. Das war es nicht wert. Überhaupt nicht. Da hast du ein bisschen Gold drinnen. Schade, ich habe eigentlich irgendwie erwartet, dass das Ganze jetzt auch zum Rätsel gemacht wird. I have failed in the task. Oh. Da ist noch eine Truhe. Greater Spellmantle. Das kann schon nicht gut sein. So, schon wieder so eine Note. Gerade ist der Weg der Wahren Gerechtigkeit und eng ist, sind seine Wege. No more choice is free of consequence. Allerdings ist keine Wahl frei von Konsequenzen. Du musst weise wählen und dir deine Belohnung erarbeiten. Erinnere dich an diese Lehre, wenn es Zeit kommt zu richten. Okay. The Guardian. Okay. Greetings, Judge, and welcome to the Castle Jareg. I hope you have learned your lessons well. Ja, willkommen, willkommen, Richter. Hallo, Richter, und willkommen im Castle Jareg. Ich hoffe, ihr habt eure Lektionen gut gelernt. Ja, wart ihr diejenigen, die die Notizen in den Kisten geschrieben habt? Nicht ich, mein Kind. Die Notizen sprechen von dem. Die Notizen, von denen ihr sprecht, wurden platziert schon vor einer langen Zeit von. Wurden von Latanda platziert vor einer langen Zeit, dem Gott der Dämmerung, in Antizipation für dein Kommen. Vor langer Zeit. Long ago did the crime take place, and so great were its consequences. The killer defended himself, and Hartford is the judgment of those accused. Ach Gott. Ja, ich bin blöd, mir fällt gerade das Wort für Crimes nicht ein. Verbrechen. Vor einer langen Zeit sind die Verbrechen in Platz gelandet, und sie waren so. Ja, und so groß waren ihre Konsequenzen, dass Lafander selbst sich nicht. Fit darin sah, über diese zu richten. Okay, erzähl mir mehr. Es war ein sterbliches Verbrechen, welches ein Fallen Mortal Asset Charge.
welches einen Sterblichen als Richter gebraucht hat. Also war es dieses Schloss und dieses Dorf. Village Place. Was that this castle in Village Place beyond the wave of time awaiting your arrival. Also als wurde dieses Schloss und sein Dorf hinter der Linie der Zeit gestellt und haben auf dein Auftauchen gewartet. Die Beschuldigten sind hier in diesem Turm eingesperrt, weiter nördlich der Tür. Sie sind bekannt als die Brüder Jarek, Kalat in dem westlichen Turm und Quint in dem östlichen. Du musst von ihnen die Natur des Verbrechens lernen oder herausfinden. Und von ihnen ihren geschriebenen Schwur erhalten. Wenn beide Schwure in meinen Händen sind, soll ich dein Urteil hören. Hier jetzt, das ist der Schlüssel, welcher die nördliche Tür öffnet. Öffnet die Treppen zu den zwei Türmen offenbart. Zeigt Weisheit, Gerechtigkeit und Compassion. Compassion weiß ich wieder mal nicht. Nice. Ja, für uns alle. Ich hätte eigentlich schon noch gerne mal eine Frage, und zwar, wer ist das eigentlich? Ja, dann stelle sie und ich soll sie beantworten, während Lafanda mir... während Lafanda mir zu gehen gewährt. Ja, Quint ist einer von den Verdächtigen. Ja, habe ich ihn aber nicht erst vorhin gesehen. Ja, bevor das Schwarze dieses Schloss befiel, war Quint Jarek Lafandas Klerik. Als der Morning Lord die Türme versiegelt hat, hat er Quint erlaubt, eine Projektion von seinem Bilde in die Stadt weiter unten zu projizieren. Vielleicht hast du den Geist des Dorfs gesehen, welcher als spezielle Bestrafung für Quint dienen sollte, oder vielleicht einfach nur um seine Wunden zu lindern. Entweder liebt oder hasst er den gefallenen Kleriker. Ganz egal, der Morning Lord wusste, dass er einen viel zu großen Bias hatte, um über die Quints Seele zu richten. Ja, was ist denn das Verbrechen? Ja, von Lafandas Willen aus kann ich es nicht sagen. In telling you of the horror, I might sway your judgment. Wenn ich dir von dem Horror erzähle, könnte ich dein Urteil zum Schweifen bringen. Nein, du musst es von den beiden Brüdern selbst lernen. Ja, willst du jedes Urteil annehmen, ganz egal was? Ja, wie viele Urteile können hier sein? Hier ist nur schuldig und hier ist nicht schuldig. Und Konsequenzen für die beiden. Was ist, wenn ich mich dazu entscheide, die beiden Brüder Jarek umzubringen? Du hast nicht die Kraft dazu in diesem Platz. Das Schloss ist durch die Wellen der Zeit gerutscht. Im selben Moment, dass sie sterben, werden sie wiedergeboren. Im selben Moment, wo sie sterben, werden sie wiedergeboren. Nur ich habe die Kraft, um diesen Platz zurück in die Wellen. Nur ich habe die Kraft, um den Platz zurück in die Wellen zu bringen, und es ist eine Kraft, welche ich nicht nutzen kann, bis der Richter sein Urteil gefällt hat. Okay, genug Fragen. Ich werde das Ganze jetzt mal erledigen. Dann geh in die Nacht, Richter.
und finde die Dämmerung, welche wir so lange erwartet. So, ich muss nördlich gehen. Ja, wir wären wahrscheinlich, wenn wir einen anderen Weg genommen hätten, wären wir wahrscheinlich entweder da oder da rausgekommen. Was hat es aber mit dieser Truhe auf sich? Au. Karma. Ich war geizig, wollte eine Truhe haben. Und wurde bestraft. Egal, ich heile mich hoch. Ich wurde anscheinend auch gar nicht verletzt. Oder kaum. So, im Osten finden wir, glaube ich, Karlat und im Westen, nee, im Westen, doch, im Westen, Westen müsste Quint gewesen sein. Da wir mit Quint schon mal geredet haben, so, Moment, ich muss jetzt aber nochmal nachgucken. Steht das hier? Western. Okay, im Westen ist Karlat und im Osten ist Quint. So, das heißt, wir müssen da lang. Nie ohne Seife waschen. Das Einzige, was ich mir gemerkt habe. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob mich hier noch irgendwas anderes erwartet als Quint. Außer Quint. Auf jeden Fall war das jetzt aber hier das Ganze. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.